Hallo ihr da draußen, willkommen zu einem weiteren Harz-Vlog. Heute wieder aus dem wunderbaren Grünen aus dem Wald. Wir sind im Asse-Höhenzug unterwegs und gucken uns ein bisschen die Gegend an. Ja, hallo ihr Lieben, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Frank, guck mal, wir sind hier an der Ruine der Asseburg gelandet. Die Asseburg war ja die größte Höhenburg Norddeutschlands sogar. Und die galt als uneinnehmbar. Und da ist eine Bank, da können wir uns mal kurz hinsetzen. Ich werde mal die Chance nutzen, hier hinten mal runter zu gucken von der Stadtmauer oder von der Burgmauer, wie tief das ist. Interessant ist hier, ob das eine Schießscharte war, denn kann man sich ja vorstellen, dass das alles noch weiter niedriger hier war. Denke ich mal, dass man hier, wenn man hier buddeln würde, die Mauer noch ein Stückchen runter geht. Aber ich gucke trotzdem mal. Ja, fall nicht runter von der Mauer. Ui. Das geht hier aber gut runter. Also wenn man hier angreifen wollte, Hut ab. Ja, wenn man den Bereich hier sieht, das sieht aus, als ob hier schon wieder die Burg zu Ende ist. Ja, aber wir hatten vorhin ja vorne auch schon was gesehen, dass da auch noch Mauern standen. Und das war ja auch eine Riesenburganlage hier, ne? Ja, interessant ist auch, hier liegt ein Stein, ob der da runtergestürzt ist von da oben. Wir haben uns auf jeden Fall entschlossen, hier führt ein Weg hoch, den wollen wir mal hochgehen. Aber vorher wollte ich noch mal zeigen, hier kann man sehen, wie stark diese Mauer war. Und hier kann man immer durchgucken. Ich weiß nicht, das sieht man, glaube ich, auf der Kamera gar nicht. Ihr könnt jedenfalls auf dem Monitor nicht erkennen, ob ihr durchgucken könnt. Ich kann durchgucken. Und das ist schon gewaltig. Und jetzt beginnt der Aufstieg. Ja. Oh, und hier ist auch ein kleines Schildchen dran. Ja, das kannst du mal. Wahrscheinlich so. Ach, das ist der Grundriss. Ja, guck mal. Aber ist der Punkt, sind wir da jetzt, wo der Punkt ist? Dann sind wir ja schon fast am Ende. Ja. Okay, aber lass uns mal hochgehen. Ja. Ob das Geländer früher auch schon dran war? Das glaube ich nicht. Das ist eher was Modernes. Aber das sind unangenehme Stufen. Muss man ganz schön aufpassen. Hier kann man schön auch das Mauerwerk sehen, dass die unten dicker war, die Burg, und dann nach oben ein bisschen schlanker wurde, oder der Turm oder was auch immer das ist. Das ist ja eigentlich, wenn man das so sieht, gewaltig. Die Burg ist ja im Mittelalter entstanden, also zwischen 1218 und 1223 ist die ja erbaut worden. Und zwar von Gunzelin von Wolfenbüttel. Ja. Und das war eine Ganerbenburg. Das bedeutet, dass hier auch mehrere Familien gewohnt haben, die das auch gemeinsam verwaltet haben. Vielleicht war sie deswegen so abgetrennt zwischendurch, dass die dann auch mal die Tür zumachen konnten, wenn sie genug von den Nachbarn hatten. Das ist durchaus möglich. Lass uns mal weiter aufsteigen. Der Baum ist ja auch hier lustig, ne? Er gibt nicht auf. Mitten in der Steinwüste. Ja. Und er blüht. Da sieht man auch so die Steine. Guck mal, das ist ja hier wahrscheinlich so. Da muss ich die Kamera erstmal hinhalten. Ja. Guck mal, das sind wahrscheinlich hier die Steine, die hier so vorkommen. Und die sind auch zum Bau der Burg wahrscheinlich genutzt worden. Ne? Jetzt kommen die großen Stufen. Ach du. Für die kleinen Leute kommen jetzt die großen Stufen. Das geht aber in die Knie. Oh, gleich sind wir oben. Wow, das ist ja gewaltig. Guck mal. Gucke, hier siehst du die Außenmauern. Also das ist aber bestimmt nicht von früher. Ich denke mal, hier werden früher Etagen drin gewesen sein. Ja. Mit was weiß ich, Leitern, dass man hochklettern konnte. Es wird ja kein Verteidigungsturm gewesen sein. Das wird ja mehr, oder meinst du Verteidigungsturm, dass man hier gewohnt hat, Wohnturm? Oh, da unten haben wir vorhin gesessen. Da unten ist der Eingang gewesen. Interessant. Ja, weißt du noch was zu berichten über den Turm? Oder? Ja, das war ja eigentlich, hatte ich ja vorhin erzählt, dass Gunzelin von Wolfenbüttel die Burg erbaut hatte. Und als er dann gestorben ist, das war 1254, da wurde die Asseburg vom Herzogtum Braunschweig-Lüneburg durch Albrecht den Großen 3 Jahre lang vergeblich belagert. Und der Sohn von Gunzelin,
Der hieß Burchard, wurde auch Busso genannt. Und der nannte sich inzwischen auch von der Asseburg. Der verteidigte diese Burg dann unheimlich. Schade, dass hier nichts mehr erhalten ist. Dass das alles nur noch grün ist, kann man sich gar nicht vorstellen, wie es hier ausgesehen hat. Weil hier muss die Anlage ja weitergegangen sein, weil das andere Ende oder hier durch die Bäume, das sieht man jetzt mit der Kamera nicht, durch die Bäume ist auch wieder ein Stückchen Mauer zu erkennen. Na, es ist ja auch die Ruine nur noch von der Asseburg. Ja. Es ist ja nicht mehr alles vorhanden. Es ist schade, dass man nicht erkennen kann, wie groß das war, weil die muss ja ziemlich groß gewesen sein. Interessant ist, dass man hier an allen möglichen Ecken noch so Mauerreste findet, die jetzt wahrscheinlich schon so rund 800 Jahre hier in der Natur rumstehen. Ja, und ich hatte ja vorhin erzählt, dass Burchard, der älteste Sohn von Gunzelin, die Asseburg 3 Jahre lang verteidigt hatte. Und als er dann merkte, dass es keine Unterstützung gab für ihn, da übergab er dann die Burg nach Verhandlungen mit Herzog Albrecht im Winter 1258 für 400 Goldmark und gegen freien Abzug. Und bis zum Jahr 1330 blieb die Burg dann im herzoglichen Besitz als eine der stärksten Landesburgen. Und finanzielle Schwierigkeiten des Herzogtums führten dann dazu, dass die Burg in den Pfandbesitz der Stadt Braunschweig überging. Du hast doch vorhin erzählt, dass die Burg uneinnehmbar war. Wie kommt es denn dazu, dass die jetzt so aussieht? Ja, das war so. 1492, also gut 160 Jahre, nachdem die Burg in den Pfandbesitz der Stadt Braunschweig übergegangen ist, forderte der Braunschweiger Herzog Heinrich der Ältere alle Hoheitsrechte und Besitzungen, so natürlich auch die Asseburg, von der Stadt Braunschweig zurück. Und das ließ sich der Rat natürlich nicht sagen. Und daher rückte dann der Herzog mit einem Heer aus. Und die Asseburg wurde wegen Wassermangels und auch der Entfernung zu Braunschweig als schlecht zu verteidigen angesehen. Und daher zog sich die Braunschweiger Burgbesatzung zurück und legt aber vorher noch am 12. August 1492 Feuer. Und dadurch ist die Festung, die nie erobert wurde, praktisch abgebrannt. Die soll also auch 3 Tage lang gebrannt haben. Und seit dem Brand 1492 ist die Asseburg eine Ruine. Und das Mauerwerk, das verfällt natürlich infolge von Verwitterung. Und auch die Bewohner aus den umliegenden Dörfern, die haben sich Steinmaterial der Wehranlage natürlich für ihre Häuser geholt. Und daher sehen wir heute jetzt auch bloß noch vereinzelte Mauerreste hier stehen. Aber irgendjemand arbeitet daran? Weil man sieht ja, dass hier so ein bisschen die Mauer abgestützt ist und hier gebüttelt wird. Wahrscheinlich wird hier auch geforscht, denke ich mal. Ich denke, das soll auch ein bisschen erhalten bleiben für die Nachwelt. Ja, das war interessant. Das war ja so ein Zufallsfund, ne? Ja. Jetzt müssen wir uns nur noch einen Platz für die Abmoderation suchen und dann sind wir durch für heute. Und dann sind wir durch. Ja, wer die Geschichte der Asseburg gerne noch mal nachlesen möchte, kann das hier an dieser tollen Informationstafel machen. Ja. Und ihr habt die Möglichkeit, unseren Kanal zu abonnieren. Den Daumen hoch dürft ihr drücken, wenn euch das Video gefallen hat. Teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, denkt an die kleine Glocke. Und ja, ich würde sagen, schaltet nächstes Mal wieder ein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.